Hochgeschätztes Publikum, kann jemand pfeifen? Kann jemand pfeifen? Vielen herzlichen Dank. Wir haben eben von Jan-Philipp Albrecht ja gehört, wir sollen Banden bilden. Das war der erste Schritt dazu. Es wird noch weitere Gelegenheiten geben. Wenn Sie sich jetzt wundern, dass unser Panel so ausgeglichen weiblich ist, was die Genderfrage angeht, muss ich Sie insofern enttäuschen, dass wir eigentlich einen Mann hatten, auf den wir uns auch alle sehr gefreut haben. Uwe Schneidewind, Oberbürgermeister von Wuppertal. Er ist nicht der einzige Krankheitsfall heute. Wir sehen, dass die Viren wieder rumgehen, Erkältung und alle möglichen. Der Herbst kommt. Wir senden, lieber Uwe Schneidewind, sollten Sie jetzt in irgendeiner Weise die Grüße übertragen bekommen. Wir senden Ihnen beste Genesungswünsche. Und es gibt eine weitere Panelistin heute über den Tag im Panel später, die auch nicht da sein kann, was wir sehr bedauern. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr über Ihre aller Anwesenheit. Ich darf bei Ihnen starten zu meiner Rechten. Professorin Dr. Claudia Kempfert, sie leitet seit 19 Jahren die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dem DIW in Berlin, und ist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana-Universität. Ich könnte jetzt zahlreich weitermachen. Sachverständigenrat für Umweltfragen, Beraterin von EU-Präsident Barroso, High-Level-Expert-Group des EU-Umweltkommissars, Club of Rome, der deutsche Teil davon, etc. Das spare ich mir alles. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind. Genauso herzlich willkommen. Martina Merz, Sie wurden von Manager Magazin als mächtigste Frau in der deutschen Wirtschaft bezeichnet, stecken in der Forbes-Liste The World's 100 Most Powerful Women und Sie haben Maschinenbau studiert und Sie waren, das wissen wir alle im Raum oder die meisten wahrscheinlich, Sie waren bis Ende Mai Vorstandsvorsitzende der ThyssenKrupp AG, sind dort einvernehmlich ausgeschert im Mai und Sie sitzen aber weiter im Aufsichtsrat der TK Nucera AG und bei der AB Volvo in Göteborg, Schweden und sind zudem Mitglied des AKTEC. Insofern, und noch vieles mehr. Ich belasse es dort. Herzlich willkommen. Und Annika Roth, auch sehr schön, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Geschäftsführerin der Blechwarenfabrik Limburg GmbH. Sie ist neben vielen anderen Dingen auch stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Verbands Klimaschutzunternehmen e.V. Vielleicht Ihnen hier im Raum bekannt, wird gleich auch drüber zu reden sein. Deutsche Umweltpreisträgerin 2020, Mitglied im Industrieclub Ressourceneffizient und vieles andere mehr. Schön, dass Sie da sind. Ich würde mich freuen, Sie machen es so wie eben, wenn Sie das Gefühl haben, es drängt eine Frage und ich sehe es nicht, wird mir ein Zeichen gegeben, machen Sie sich bemerkbar direkt zum Thema, das wir hier diskutieren und bitte, bitte liebe Pauline, wenn es im Internet passt, dann tragt ihr die Fragen rein. Das Thema ist auf sozial und ökologisch bauen, gut leben und wirtschaften. Meine erste Frage ist eine offene, wer will das Mikro nehmen? Was sind Ihre Gedanken, die anschlussfähig zu diesem Thema sind, zum Impuls und dem Gespräch mit Robert Habeck? Was zum Thema sozial und ökologisch bauen, gut leben und wirtschaften in der Rede von Robert Habeck hat Sie zum weiteren Nachdenken gebracht oder wo Sie sagen, bei dem Punkt will ich mal bleiben, darauf will ich aufsetzen? Ja, ja, völlig egal. Nehmen Sie sich Ihr Mikro, damit Sie gehört werden wollen. Also wo wir zustimmen was Sie, oder wo was wir auch immer, wo Sie, beides ist mehr als willkommen. Naja, also beim Thema Suffizienz und Degrowth habe ich schon gezuckt, weil ich darf berichten vom Sachverständigenrat für Umweltfragen, erstellen wir gerade ein Sondergutachten zum Thema Suffizienz und haben uns jetzt sehr lange mit dem ganzen Thema beschäftigt und das ist nicht... Also ich finde es ein bisschen schwierig, das so ein bisschen so einfach abzutun, so geht es nicht irgendwie, ne? Dass man das nicht schaffen kann. Ich verstehe den Vizekanzler, er vertritt ja nun die Bundesregierung, dass er sagen muss, dass wir irgendwie wachsen müssen und dass das Wachstum irgendwie wichtig ist. Aber wir haben ja schon auch einen Diskurs zwischen grünem Wachstum oder Degrowth, aber Suffizienz so ein bisschen da in so einen Topf zu werfen, da habe ich ein bisschen gezuckt. Weil Suffizienz ist deutlich... Also ist nicht Degrowth. Also Suffizienz bedeutet eben, dass wir in vielen Bereichen schrumpfen müssen, und zwar die ganzen schädlichen Bereiche. Mhm. Und davon gibt es wirklich viele. Und wir sind ja überhaupt nicht auf einem nachhaltigen Pfad. Wir sind ja
nicht auf dem 1,5-Grad-Pfad, da sind wir tatsächlich auch schon drüber. Wir sind in vielen Bereichen überhaupt nicht nachhaltig. Aktuell tagt ja die UN da auch in New York zu dem Thema, wo wir einfach sehen, wir reißen fast alle Umweltindikatoren. Wenn man sich diese Grafik anguckt, wo man sieht, wo sind wir im grünen Bereich, also wo sind wir tatsächlich in dem Zielbereich, ist das ja fast nur ist das nur im Bereich der erneuerbaren Energien. In allen anderen Umweltindikatoren sind wir drüber. Und da kann es ja nicht so weitergehen wie bisher. Und da muss man schrumpfen in vielen Bereichen. Und das bedeutet eben auch Suffizienz, dass wir nicht nur umstellen müssen oder alles geht so weiter nur in grün, sondern wir müssen in vielen Bereichen tatsächlich schrumpfen. Und die kann ich jetzt alle aufzählen, das dauert aber zu lange, ich will jetzt hier keinen Monolog machen, wir wollen ja diskutieren, aber da würde ich schon einen anderen Akzent setzen wollen, auch aus der ökonomischen Perspektive heraus. Klar, können wir nicht sagen, Degrowth ist ein insgesamt volkswirtschaftliches Ziel, aber wir müssen es differenzierter betrachten und das Schrumpfen in vielen, vielen Bereichen ist notwendig. In den guten Bereichen kann es wachsen, aber schrumpfen muss es in den umweltschädlichen Bereichen. Und das ist für mich auch Suffizienz. Danke. Ich greife mal auf jetzt das, was Herr Habeck gesagt hat mit dem Titel der Veranstaltung Markt der Ideen und Innovationen. Ich denke, Deutschland und der Ort Deutschland hat als relativ kleines Land in der Welt und als relativ einen gewissen Wumms gemacht, weil wir doch besonders erfindungsreich immer waren, weil die Themen, die sich uns gestellt haben, wir als Gesellschaft gesamtheitlich gelöst haben und mit Ideen gekommen sind, an denen andere auch Interesse haben. Wenn ich das jetzt mal einen kurzen Moment auf die Wirtschaft jetzt übertrage, für die Wirtschaft ist es ja so, dass man im Allgemeinen in so einem Dreieck funktioniert, wo man sich erstmal damit beschäftigt, was ist eigentlich das, was die Zukunft braucht. Also das, was kommt an neuen Trends, also was brauchen die Menschen langfristig, wie entwickeln sich die Dinge, Märkte, Technologien. Dieses eine Eck des Dreiecks. Im zweiten Eck des Dreiecks beschäftigt man sich damit, wo sind die Menschen, die einen solchen Prozess mit einem machen können. Was müssen wir tun, um Gesamtgesellschaft mitzunehmen auf solchen Wegen in den Märkten, wo wir eben tätig sind. Und last but not least muss dieser Prozess Kapital finden, der jetzt eben in die Investitionen auch, das Kapital, das in die Investitionen investiert wird. Und ich denke, wir sind tatsächlich in Deutschland jetzt in der Diskussion an einem Punkt angekommen, wo ich denke, wir sind mit so vielen Dingen gleichzeitig jetzt herausgefordert, dass wir unsere Fähigkeit, wie sie in der Veranstaltung auch stehen, nämlich, dass wir wieder zu dem werden müssen, was wir sind, nämlich zum Land der Ideen und Innovationen. Und diese Innovationen, die schafft man eben am besten im Team. Also wenn das Team Deutschland die Herausforderung annimmt, dann bin ich auch sicher, dass das Team Deutschland aus dieser Herausforderung herauskommt. Ich glaube, es wird unterschätzt tatsächlich, und Sie hören das immer, diese Kampfansage, wie es der Herr Habeck gesagt hat, diese Kampfansage des IRA in den USA, gefolgt oder sage ich mal begleitet durch das Thema China und anderes, sind wirklich große Herausforderungen. Deswegen der Punkt Gesellschaftsprojekt 23, gesamtgesellschaftlich das anzugehen, Deutschland zum Land der Ideen und Innovationen zu machen, halte ich für das Gewinner. Okay, wie wir das machen, ich komme gleich dazu zurück, was für ganz konkrete Vorstellungen Sie da haben. Ihre Gedanken eben, die Rede ausgelöst hat in Bezug auf unser Thema. Können wir Ihr Mikro hochschalten? Das wäre lieb. Sonst haben wir ein zweites noch daneben, ein rotes. Jetzt? Ja, jetzt wird es besser. Okay, es war aus. Ja. Ja, vielleicht etwas, was beides verbindet. Also einmal für mich ist wichtig, wir können einfach nicht mehr so weitermachen, wie wir es bisher in den letzten Jahrzehnten getan haben, wie die Wirtschaft operiert, was wir produzieren, wie wir es produzieren. Und es muss einfach ein Umdenken stattfinden und wir müssen einfach den Mut aufbringen. Häufig ist es so, dass wir gerne Dinge tun, weil wir sie immer so gemacht haben und es ist gewohnt ist, wir haben damit unser Geld verdient, es hat funktioniert. Und jetzt haben wir einfach eine Situation, wo es halt einfach nicht mehr so weitergeht, wie wir es bisher getan haben. Und das erfordert sehr, sehr viel Mut.
Und auch gerade Innovationen, neue Ideen umzusetzen, sind erstmal riskant. Also die gibt es vielleicht so auf dem Markt noch nicht. Man muss investieren, vorangehen und etwas vorleben, was einem ja sehr viel Mut abverlangt. Und das ist häufig das, was ich beobachte, wo viele Unternehmer einfach zögern und erstmal auf dem sicheren Pfad bleiben, bis jemand anders es gemacht hat. Warum haben Sie es in Ihrem Unternehmen, das haben Sie im Vorgespräch gesagt, schon 2014 getan, ganz wichtige Hebel in die Hand zu nehmen und umzusteuern? Können Sie sagen, was Sie getan haben und wo Sie heute damit mit diesem Umsteuerungsprozess genau stehen? Ja, also die Blechwarenfabrik, man hört es ja am Namen, ist ein sehr altes, traditionsreiches Unternehmen, über 150 Jahre alt. Wir sind das älteste Metallverpackungsunternehmen auf der Welt, aber jetzt auch das modernste mittlerweile. Wir haben 2014 festgestellt, dass wir einfach nicht mehr so weitermachen können wie bisher. Wir haben einen alten Standort, der über 120 Jahre lang gewachsen ist, mittlerweile durch ein Wohngebiet sich schlängelt, Produktion über 4 Stockwerke mit zahlreichen Gabelstaplern, also ein sehr hoher logistischer Aufwand, und wir produzieren Verpackung. Verpackungen müssen so günstig, so effizient wie möglich produziert werden. Das heißt, wir haben 2014 einfach rein wirtschaftlich festgestellt, es geht so nicht mehr weiter. Und haben uns dann auf den Weg gemacht und haben uns dazu entschlossen, ans Randgebiet von Limburg zu ziehen, in ein neues Gebäude, was wir dann errichtet haben nach wirklich ökologischen, sozialen und ökonomischen Faktoren, also alles schön integriert haben. Es ist hoch digitalisiert, automatisiert. Dadurch, dass wir uns so frühzeitig auf den Weg gemacht haben, 2014, waren wir jetzt in den letzten Monaten, Jahren auch in der Lage, die zahlreichen Krisen, die einfach Unternehmen betroffen haben, ja, zu bewältigen und überhaupt noch zu existieren. Weil ich bin davon überzeugt, wenn wir das damals nicht gemacht hätten, gäbe es heute die Blechwarenfabrik nicht mehr. Mhm. Sie haben mir auch gesagt im Vorgespräch, dass nicht alle bereit sind, das wenige Mehrgeld, was das kostet, wenn man nämlich reale Preise abbildet, automatisch zu bezahlen. Da kommen wir später zurück. Ich möchte jetzt, Sie haben den Inflation Reduction Act angesprochen, Frau Merz. Ich möchte gerne wissen, was muss unsere Antwort in Europa sein? Herr Habeck hat ja auch Europa beschworen als wichtigen Standort. Was muss und kann unsere Antwort darauf sein, sodass wir als Innovations- und Industriestandort erfolgreich und komplett nachhaltig im Sinne der 17 Ziele in die Zukunft steuern? Ihre beiden Gedanken dazu. Ich weiß nicht, was hier gerade knaspelt. Ich guck mal, sonst ziehe ich die Ohrringe aus. Bitte, Frau Merz, Sie zuerst und dann Sie, Frau Kempfert. Also die Antwort ist natürlich erstmal, dass wir wettbewerbsfähig werden. Also das ist jetzt die schlichte Antwort in einem Satz, ist Wettbewerbsfähigkeit, weil ohne Wettbewerbsfähigkeit wird es natürlich insgesamt schwierig. Der Inflation Reduction Act ist, ich kann das Wort tatsächlich immer nur wieder unterstreichen, ist eine Kampfansage. Wir müssen also wir kämpfen jetzt in diesem Fall gegen den Standort USA mit dem Standort Deutschland. Und dieser Standort Deutschland muss sich eben fragen, wo er langfristig wettbewerbsfähig sein kann. Bei welchen Produkten, bei welchen Dienstleistungen, bei welchen Innovationsprojekten, also bei welchen Entwicklungsinhalten. Man kann ja an einem Standort verschiedene Dinge machen. Die Gesellschaft muss sich fragen, wie man als Gesellschaft wettbewerbsfähig sein kann. Wenn ich es mit einem Satz beantworte, sorgen Sie, das wird viel Diskussion auslösen, mit Wettbewerbsfähigkeit. Ja, also in der Tat, es geht ja darum, dass wir aus deutscher Sicht heraus mithalten können. Und da geht es darum, dass wir beispielsweise Schlüsselindustrien, die dieses Land mal ausgezeichnet haben, zum Beispiel Solarenergie, zum Beispiel Windenergie, jetzt aber auch Batterien oder andere Schlüsselindustrien, die wir brauchen für die Energiewende, wieder stärken. Wir haben sie über 10 Jahre lang, kann man wirklich sagen, durch Barrieren fast eingehen lassen, Beispiel Windenergie, Solarenergie. Wir haben über 100.000 wichtige Industriearbeitsplätze verloren durch eine fehlerhafte Politik oder durch gezielte Politik, die Barrieren aufgebaut hat. Und das gilt es jetzt wieder zu ändern. Über 100.000 Beschäftigte, hätten wir sie heute, wir hätten doch viele Probleme nicht. Wir könnten die Dinge umsetzen, die wir bräuchten. Wir reden immer jetzt auch über Industriestandort. Wir haben es einfach absichtlich
zerstört. Und das ist irgendwie so etwas, was ich im Nachhinein überhaupt nicht mehr verstehen kann, wie das damals passieren konnte, ohne dass wir alle aufgeschrien haben. Oder zumindest manche haben aufgeschrien, aber es wurde nicht gehört. Und jetzt ringen wir darum, den Anschluss wiederzufinden, obwohl wir Vorreiter waren, obwohl wir begonnen haben, eben auch den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzubringen. Und uns jetzt diese Jobs fehlen. Und wir kämpfen um jeden Job, der jetzt eben nicht in die USA abwandert. Und jetzt gilt es gegenzuhalten durch Europa. Wir haben da ja auch Möglichkeiten, durch Project of Common Interest beispielsweise gezielt auch Projekte wieder zu stärken, zumindest das Schlimmste zu verhindern. Bei der Solarenergie sollten wir das tun. Das wird echt hart, weil jetzt schon wieder einige weggehen. Das sollten wir verhindern. Bei Batterieproduktion schaffen wir es, glaube ich, ganz gut, weil wir da auch eben durch gezielte Förderung wieder den Anschluss versuchen, nicht komplett nach China zu geben. Aber auch da, ja, wir haben das alles hier in Deutschland erfunden, auch in der Forschung heraus. Und ich erinnere mich an Diskussionen vor über 12 Jahren, die wir geführt haben. Und dann wurden von Unternehmen auch gesagt, naja, Batterien ist kein Zukunftsmarkt, die Verbrenner sind die Zukunft. Und man wurde ausgebuht und ausgeladen und auf dem Podium und so weiter. Ich erinnere mich da an die skurrilsten Begebenheiten, die da passiert sind. Ja, einige nicken hier im Saal, weil das war so irre. Und dann heute sitzen wir hier und sagen, ach, Batterieproduktion, ja doch, sollten wir wieder stärken. Das ist schon irgendwie eine verkehrte Welt. Also wir haben es absichtlich zerstört. Jetzt müssen wir gegenhalten und verhindern, dass uns der Wettbewerb zerstört. Mhm. In dem Sinne, dass die Amerikaner oder auch andere einfach jetzt so viel brutal besser sind. Apropos Gegensteuern, und wir müssen es anders machen. Holen Sie doch mal aus zu Ihrem Verband. Mich würde interessieren, warum Sie da so aktiv sind und was es bringt im Sinne der Vorbildfunktion. Ja, vielleicht erstmal zu den Klimaschutzunternehmen. Die Klimaschutzunternehmen ist ein Verband, wo sich mittlerweile 60 oder über 60 Unternehmen zusammengeschlossen haben, um halt ja, vorzudenken, vorzuleben im Bereich Klimaschutz, Unternehmensklimaschutz. Der Verband wurde mal initiiert vom DIHK, vom Umweltministerium und vom Wirtschaftsministerium, ist aber jetzt mittlerweile seit über 10 Jahren selbstständig. Und man wird in diesem Verband nur aufgenommen, wenn man wirklich Exzellenz ist in dem Bereich Klimaschutz und viele Fakten vorweisen kann. Es ist eine sehr aufwendige Bewerbung. Das heißt, wir nehmen auch nicht jeden auf. Und die Unternehmen, die wir dann bündeln, sind vom kleinen Handwerkbetrieb bis zu Mittelständlern, Großkonzernen, ist eigentlich jeder vertreten. Wir treffen uns regelmäßig, tauschen uns aus zu vielen Projekten von wie kann ich meine Abwärme nutzen? Wie installiere ich eine intelligente Photovoltaikanlage, also wo ich meine Prozesse auch mit steuern kann? Tauschen uns aus und schaffen damit einfach Synergien. Und ja, und dadurch ist schon sehr, sehr viel CO2 in den letzten Jahren gespart worden. Wir als Blechwarenfabrik sind jetzt auch seit einigen Jahren Mitglied und wir haben einfach festgestellt, dass dort ja, Unternehmen zusammenkommen, die einfach gleiche Gedanken haben, das gleiche Ziel haben, eben treibhausgasneutral zu werden. Und ja, da engagiere ich mich jetzt auch seit vielen Jahren im Vorstand und es macht Spaß. Ja. Mhm. Mhm. Bitte, direkt Ihre Frage. Wir haben... Also interessant, der Prozess, um da Mitglied werden zu können, wie streng Sie das halten, würde mich gleich nochmal interessieren. Also dazu wäre die Frage nicht, die Frage wäre zum IRA. Bitte. Auch an Frau Merz gerichtet, wie können wir es denn schaffen, also alle reden zu und jammern zu Recht über den IRA, gleichzeitig, also ich muss dazu sagen, ich habe in den letzten 14 Jahren 2 Speicherunternehmen mit aufgebaut und den Untergang der deutschen Solarindustrie aus der ersten Reihe mitverfolgt. Wie schaffen wir es denn, dem etwas Vernünftiges entgegenzusetzen, das nicht nur ein Subventionswettbewerb ist und das vielleicht idealerweise im Sinne des Themas dieser Konferenz wettbewerbsfähigen Strom mit oder Energie mit
Klimaneutralität gleich verbindet von Anfang an und sozusagen nicht nur eine Subvention. Wir haben eine Diskussion über den Industriestrompreis, da geht es darum, wie billig er ist. Was ich irgendwie ein bisschen vermisse, sind Ideen, wie ich das gleich 100% erneuerbar denken kann und vielleicht irgendwie eine gewisse Langfristigkeit in diesen Prozess reinbringe. Dankeschön. Dankeschön. Wer von Ihnen möchte die Frage nehmen? Er hat mich direkt angesprochen. Ich muss gestehen, es ist natürlich jetzt in der Frage steckt da alles drin sozusagen. Also das ist eine sehr komplexe Frage. Also tatsächlich ist es so, da hat die Frau Dr. Kempfert sehr recht. Und ThyssenKrupp ist ein gutes Beispiel. Man hat gesehen, dass man mit dem Stahl irgendwann mal Wasserstoff brauchen wird. Dann hat ThyssenKrupp eine Technologie, die wir hatten für Elektrolyseure, angewendet und ist jetzt mit ThyssenKrupp Nucera nach Kapazität in der Welt sicher einer der größten. Das heißt, es ist ein sehr gutes Beispiel. Es gibt es in sehr vielen anderen Industrien. Und ich muss wirklich sagen, mich treibt es auch. Und Sie wissen, viele wissen, dass ich lange für Bosch gearbeitet habe. Ich war also auch bei der ersten Generation Solarenergie dabei und habe auch das Trauma, dass die Chinesen dann den Markt überholt haben. Dieses Trauma habe ich auch. Also bei der Generation war ich auch schon dabei. Also das wird mir jetzt nicht nochmal passieren bei dem IRA. Also um es mal so deutlich zu sagen, glaube ich jetzt wirklich, wir unterschätzen völlig, dass eine positive Energie und der Glaube an die eigene Innovationskraft und diesen Glauben dem Kapitalmarkt auch klar zu machen, dass dieses Kapital braucht man, um weltweit einen Wumms zu machen. Ich gehöre also zu denjenigen, die sagen, nicht sich verzetteln. Jetzt hingehen und sagen, Deutschland hat, egal wo sie hingucken, ich zähle nicht nochmal auf, bei dem Thema Windenergie zum Beispiel, auch da war ThyssenKrupp der größte Hersteller von Lagern für Windrädern, weltgrößter. ThyssenKrupp produziert in China. Was passiert? Jetzt kommen die Chinesen, machen natürlich Wettbewerb. Jetzt wird es richtig sportlich. Also was ich damit sagen will, ist, wir müssen aufhören, unsere Energie gegeneinander zu richten. Ich habe das Gefühl, unsere Diskussion, die ist ein bisschen eine Diskussion. Klar, wir haben jetzt zwei Tore reingekriegt, verstehen Sie? Aber deshalb dürfen wir nicht zu sehr an uns zweifeln. Wichtig ist, dass wir die Energie und die Innovationen möglichst schnell bringen. Weil wenn wir die Innovationen bringen, dann können wir in diese Innovation einen Premiumpreis bringen, weil der sie hat zuerst, der kann mit dieser Innovation tatsächlich einen Preis auf dem Markt erzielen. Er kann Marktanteile gewinnen. Wir können das Feld jetzt nicht mehr von hinten her aufräumen. Wir können es nur von vorne aufräumen. Aber wie schaffen wir das? Also wie schaffen wir die Geschwindigkeit, die wir brauchen? Wir sehen, wie schnell die Chinesen sind im Entwickeln von innovativer Technologie. Was sind Ihre ganz konkreten Vorstellungen? Welche Gremien brauchen wir? Wir brauchen andere, gegebenenfalls Fördergremien, ja oder nein? Wie kommen wir zur Entbürokratisierung? Wie schaffen wir das? Ich glaube, wir haben alles, was es braucht. Wir müssen sicher besser priorisieren. Also der Punkt ist einfach, alles gleichzeitig machen ist eben ein Problem. Und es ein bisschen verteilen, alle ein bisschen, ist auch nicht die Idee. Ich glaube, man wird gezwungen sein, stärker zu priorisieren. Und beim stärkeren Priorisieren gibt es natürlich immer welche, die dabei jetzt erstmal sich geschwächt sehen. Ich sehe aber keine andere Chance, als tatsächlich Technologien, mit denen Deutschland wettbewerbsfähig sein kann, zu priorisieren. Und zwar auch Technologien, die eben Klimaschutztechnologien sind in der Welt. Und ich möchte nochmal nachfragen, wie meinen Sie diese Priorisierung? Das ist nicht das gegen schädlich subventionierte Technologien, sondern wie meinen Sie diese Priorisierungsfrage? Können Sie das mal an einem Beispiel klar machen? Also wenn wir zum Beispiel, jetzt nehme ich das Beispiel Stahl, weil das ist jetzt einfach so ein prominentes, obwohl ich jetzt natürlich, ich bin nicht mehr diesen Group-CEO, ich kann also nicht für die Company sprechen, aber ich war noch CEO, als wir die Förderung beantragt haben. Also man kann nicht ein bisschen Stahl machen, wenn man wettbewerbsfähig sein will. Man braucht dann schon Größe, und dazu braucht es eine Prozessentwicklung. Das Wort Wasserstoff sagt ja nur, wir brauchen Wasserstoff, aber hinter diesem Wasserstoff steckt eine riesige andere Maschine.
Also es ist einfach ein völlig anderer Prozess. Dieser völlig andere Prozess erfordert Maschinenbaukompetenz, der erfordert Steuerungstechnik, der erfordert ganz viel im Detail. Da steckt ganz viel Innovation in dieser großen neuen Maschine, das die Welt Stahlwerk nennt. Diese große neue Maschine, wenn Sie die mal erfunden haben, dann können Sie natürlich die Technologie auch woanders hin verkaufen. Oder nächster Prozess, der grüne Zement. ThyssenKrupp ist ja auch ein Zementfabrikenhersteller. Auch diesen Prozess kann man auf grün drehen. Das ist eine Prozesstechnologie. Diese Prozesstechnologie muss man sehr schnell, wenn man sie hat, in ein Stadtprojekt bringen, um zu beweisen, Deutschland kann es. Solche Projekte muss man fördern, wie der Stahl, wie den Zement. Wenn Deutschland bewiesen hat, wir können es, gibt es auf der Welt Länder, Kunden, Anwender, die dann sagen, okay, wir nehmen es auch. Was nicht geht, ist zu sagen, wir sind die Größten, wenden es aber nicht bei uns an. Das geht sicher gar nicht. Wir haben, ja genau, von Ihnen war eine Frage, da ist noch eine zweite Frage, dann gehen wir hier rüber. Hintergrund rangeschmuggelt. Eine prinzipielle Frage. Können wir Sie noch ein bisschen lauter kriegen? Ja, ich versuche mich mal. Ich bin mit den Mikros nicht so erfahren. Das mache ich immer den Fehler. Man muss die, glaube ich, so halten. Super. Jetzt klappt es auch. Ich habe es gelernt. Danke. Eine prinzipielle Sache sehe ich immer so diese Partikularinteressen bei der Energiewende. Sie hatten gerade angesprochen, ich glaube, ich bin etwas später gekommen im Podium, Verpackungshersteller. Ist im Verband ökologische Unternehmen oder so ähnlich war das? Klimaschutzunternehmen. Ja, ich will Ihnen auch persönlich als als Verpackungshersteller keinen Vorwurf machen. Die grundsätzliche Frage muss doch aber sein, was brauchen wir überhaupt an Verpackung? Ist die Verpackung sinnvoll, ist sie ökologisch? Da haben Sie, muss man ganz ehrlich sagen, ich greife Sie persönlich jetzt auch gar nicht an, als Verpackungshersteller sicherlich Ihre Interessen, Sie wollen Ihre Kunden haben, Sie können Ihre Kunden beraten, was ist eine ökologische Verpackung, die kann man noch dünner machen, da kann man noch anderes Material nehmen. Machen die das, ist eine andere Frage. Aber die grundsätzliche Debatte, jeder hat seine Partikularinteressen, das ist das Problem. Und keiner denkt mal sozusagen das ganze System durch. Okay, die Frage, vielleicht wollen Sie ein Stück, eine kurze Antwort darauf. Also vielleicht müssen wir nochmal sagen, es ist nicht original unverpackt, sondern Sie machen Farben und Lacke. Also geht nicht um Walnüsse oder Mehl. Genau, oder? Also wir stellen Blechverpackungen her für Farben, Lack und Lasuren, was Sie aus dem Baumarkt so kennen, aber auch für die Großindustrie, für die großen Chemiekonzerne. Sie haben vollkommen recht. Nicht alles braucht eine Verpackung. Und vieles, was uns verkauft wird, bräuchte auch überhaupt keine. Und es ist immer sehr entscheidend, dass wir die richtige Verpackung für die richtigen Güter nehmen. Und man darf auch nie vergessen, dass eine Verpackung ja auch immer einen Zweck hat. Das heißt, sie soll ja die Güter schützen, also entweder halt Lebensmittel haltbarer machen oder in unserem Fall einfach Gefahrgüter verpacken, damit die Umwelt auch nicht belastet wird. Das heißt, erstmal, Verpackung ist nicht per se schlecht, sondern wir müssen sie richtig einsetzen. Und da haben Sie recht, da wird häufig gar nicht so stark drauf geschaut, was ist jetzt die richtige Verpackung für mein Produkt, was ich an den Mann bringen möchte. Aber was wir auch beobachten, ist, dass es da ein Umdenken gibt von den großen Markenherstellern. Wir verkaufen nicht nur Blechverpackungen, sondern auch Kunststoffverpackungen und sind da auch sehr stark in der Beratung, was ist jetzt die geeignete Verpackung für dieses Gut. Aber da haben wir im Bereich Verpackungen noch auch einen großen Weg vor uns. Wenn jetzt zu Ihnen oder zum anderen Verpackungshersteller jemand kommt und sagt, ich hätte gerne die und die Verpackung, ist dann wirklich die große Diskussion da, dass man versucht, den zu überzeugen, vielleicht eine andere Verpackung zu nehmen? Vielleicht braucht er gar keine Verpackung? Oder ist das einfach erstmal, sagen wir, machen wir uns ehrlich, es ist gar nicht böse, es ist kein persönlicher Angriff. Oder ist es nicht vielmehr so, wenn ich Verpackungshersteller bin, verkaufe ich Verpackungen? Ja gut, kann ich die eine Nachfrage noch kurz erklären. Also man sollte nicht jedes chemische Erzeugnis in eine Kunststoffverpackung verpacken, weil es einfach diffundiert. Das heißt, man muss schon gucken, was ist das Geeignete einfach aus der Zusammensetzung her. Und da beraten wir schon und verkaufen auch nicht alles. Wir haben, vielen Dank. Wir nehmen die nächste Frage. Wo ist jemand mit dem Mikro? Ja, der Herr in der dritten Reihe, danach in der ersten. Der Herr in der dritten Reihe mit dem geblümten, genau. Dankeschön. André Langwurz. Erstmal danach. Ja. Wir gehen danach rüber, unbedingt. Ja. Bitte? Dickes Kompliment an die Unternehmerin, die notwendigen Schritte gemacht haben. Vielleicht ein kleiner Hinweis. Wir haben im letzten Jahr, ich bin Mitglied der Schweizer Solarpreises, und haben wir im letzten Jahr ein mittelständisches Bauunternehmen ausgezeichnet, das bilanziell energiepositiv ist. Das heißt, die Unternehmen können tatsächlich viel machen, wenn sie Punkte angehen.
Die hatten vor einigen Jahren haben sie einen thermischen Motor aus dem Bagger rausgehauen und einen Elektromotor reingepackt. Und für viele Bagger und Kräne brauchen auch Gewichte. Das ist, bietet sich eine Batterie an. Das kann man ganz gut hinbekommen. Aber darf ich, haben Sie noch eine Frage dazu? Ja, und dann glaube ich, ist es wichtig, dass wir viele Dinge etwas ganzheitlicher sehen. In der Diskussion im Rahmen der Energiewende konzentrieren wir uns viel zu sehr auf den erneuerbaren Strom. Es geht um Wärme, es geht um Transport, was wir noch intensiver mit einbeziehen müssen. Und vorhin war von Claudia Kempfert auch der Hinweis auf Degrowth. Man muss es manchmal ein bisschen unterschiedlich sehen. Wir müssen die richtigen Fragen stellen. Brauchen wir ein privates Auto oder brauchen wir es nicht? Wir brauchen Transport. Nicht? Und wenn Sie sich die Frage stellen, wie ist der Return on Investment für ein privates Auto? Das ist eine Katastrophe. Nicht? Also wir müssen konzeptionell ein bisschen anders denken. Degrowth muss nicht unbedingt schlechter sein. Wenn ich nun kein Auto vom Haus stehen habe, werde ich nicht unglücklicher. Danke. Wir gehen jetzt mal hier rüber zu der Dame in der ersten Reihe. Es ist noch nicht ganz genderparitätisch in der Fragenaktivität. Ich glaube, ich bin eine Dame, nicht? Bitte. Ja, hallo. Melanie Jäger-Erben. Ich leite das Fachgebiet Technik und Umweltsoziologie an der BTU Cottbus. Ich finde es schade, dass wir so viel über gut wirtschaften reden, nicht so viel über gut leben gerade. Also die Frage steht hier auch, also gut leben steht hier vorne. Vielleicht sollte man erst mal da anfangen. Ich habe mich gefreut, als Claudia Kempfert vorhin diese Missinterpretation von Suffizienz noch mal ein bisschen aufgeweitet hat. Ich glaube aber auch, die Schrumpfung ist immer noch ein Schritt in der Misconception drin. Suffizienz heißt ja erstmal eigentlich genug, ja? Also genug haben oder zu wissen, was genug ist. Und ich glaube, da fängt das gute Leben oder die Frage nach, wie gutes Leben aussehen kann, ja an, dass man erstmal feststellt, was wird denn gebraucht? Eine gute Haushaltsführung, das ist also das basale ökonomische Prinzip. Eine gute Haushaltsführung fängt da an, dass man überlegt, wie viele Mägen sind denn da, wie viele Geister. Also, ne, dass man sozusagen erstmal feststellt, was gebraucht wird. Und das ist eigentlich das Fatale. Und ich glaube, da müssen auch Akteure wie der SRU und so weiter dran arbeiten, dass diese Misconception in der Politik aufhört. Ja? Also Ökonominnen müssen eigentlich zentral daran interessiert sein, festzustellen, was wir brauchen. Und das gute Wirtschaften kommt erst danach. Ja? Das gute Wirtschaften heißt nämlich, den Bedarf zu befriedigen, ja, und gleichzeitig mit den Ressourcen zu haushalten. Und da macht unsere Ökonomie gerade nicht wirklich einen guten Job, weil es wird nicht gut verteilt und es wird auch nicht, werden auch nicht Ressourcen geschont. Okay, also, darf mir erlauben, das in eine Frage zu verwandeln. Nochmal wichtig, genau. Also, ja, ich erlaube mir, das in eine Frage zu verwandeln. Die Frage oder Aufgabe wäre eigentlich, wie kriegen wir eine richtige Auffassung von Suffizienz als logisches Prinzip und basale Grundlage der Ökonomie in die Gesellschaft, in die Politik vor allen Dingen. Darf ich noch was vorschalten? Ja, gerne. Weil ich möchte bei dem Begriff des guten Lebens nochmal, bevor wir die Suffizienzfrage beantworten, hin. Aber trotzdem die Wirtschaft mitzudenken dabei, weil wir ein Gesellschaftsprojekt haben und das jetzt nicht in verschiedene Echokammern zu segregieren oder Zuständigkeiten. Von welcher Seite müssen wir über gutes Leben reden, damit das Gesellschaftsprojekt gelingen kann unter der Maßgabe der Zeit, die wir nicht haben, die Jan-Philipp Albrecht beschworen hat? Also genau, also ich bin sehr dankbar auch für den Hinweis, weil darum geht es genau und das ist wirklich schwierig. Wir haben jetzt wirklich über ein Jahr darüber diskutiert, wie wir das auch adressieren können in der Öffentlichkeit, weil Suffizienz einfach immer missverstanden wird mit Degrowth oder so Verzicht. Und Verzicht ist grundsätzlich schlecht. So, ne? Das wird immer missverstanden. Dabei geht es darum zu fragen, einerseits, wir leben in einer sehr ungleichen Welt, sowohl von den Ländern her, Nord-Süd, aber auch von den Generationen her. Auch das ist generationale, intergenerationale Ungleichheit, die wir adressieren müssen und auch zwischen Arm und Reich. Und dieses Konzept, dass wir einerseits eine Ungleichheit adressieren müssen und andererseits aber auch fragen müssen, was ist genug und soziales Minimum und ökologisches Maximum. All das dazwischen ist das, um das wir uns kümmern müssen und die Ökonomen eine gute Antwort finden müssen. Und auch da kann ich berichten, das sind nicht einfache Diskussionen, die man da führt, weil einfach dieses ökonomische Konzept, das immer weiter oder auch immer mehr konsumieren und Wachstum, was ja so ein bisschen auch in der Rede von Robert Habeck anklang, das ist, was die Maxime ist und wo wir drauf dressiert sind, was unsere DNA ist. Wir schalten vor der Tagesschau Berichte über Unternehmensgewinne, anstelle dass wir über den ökologischen Fußabdruck oder fragen, wie geht's uns eigentlich,
berichten oder wie geht es dem Planeten? Nicht nur, wie geht es der Wirtschaft, sondern wie geht es uns eigentlich, uns allen? Und das ist mal eine grundsätzlich andere Frage, aber auch zu adressieren in einer Wirtschaftswelt von heute. Und sie muss adressiert werden in einer Wirtschaftswelt von heute. Und als Ökonomin bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das zusammengeht und dass wir das auch zusammenbringen können und ein ökologisches Wirtschaften möglich ist und adressiert werden kann. Und wir haben ja Beispiele gerade gehört, wie es gezeigt wird, was auch möglich ist in einer ökologischen Wirtschaft. Und das wird mir viel zu wenig adressiert. Es wird auch völlig missverstanden und es wird sofort vom Tisch gefegt, okay, von allen möglichen Akteuren, sobald man nur bestimmte Begriffe anwendet. Und jetzt wird es noch schlimmer. Und davon kann ich berichten, auch persönlich. Man sofort attackiert wird, auch aus der populistischen Ecke. Und dieser Populismus, den können wir nur einfangen, indem wir anfangen, uns unterzuhaken mit all denjenigen, die in diesem Land Innovationen hervorbringen, die in der Wirtschaft aktiv sind, die in der Forschung aktiv sind und die überall auch dieses Land ausmachen. Anstelle werden wir vor uns hergetrieben von Populisten, die meinen, dass Suffizienz Degrowth ist, die meinen, dass wir nur polarisierend diskutieren dürfen und damit überhaupt nicht mehr in eine Debatte hineinkommen, die uns aber sehr, sehr wichtig sein muss und auch sehr, sehr wichtig ist, um genau diese Polarisierung aufzuschlüsseln bzw. zu beseitigen. Und das ist genau die Aufgabe, die wir haben. Darf ich dazu noch eine Nachfrage stellen? Und dann kommen sofort die nächsten Fragen, aber auch noch Ihre Antwort dazu. Brauchen wir einen anderen Index? Es gibt ja viele Stimmen, die sagen, das Bruttosozialprodukt hat ausgedient, wenn wir die ökologische Komplexität und alles, was wir tun, darstellen wollen. Wir haben 6 von 9 planetaren Grenzen gerissen. Gibt es gerade eine Studie renommierter WissenschaftlerInnen dazu. Was wäre das für ein Index? Ist es einer vom Deutschen Umweltinstitut? Haben wir die? Brauchen wir sowas? Ist das ein, was wären Instrumente, die wir brauchen, um das gute Leben und Wirtschaften stärker zusammen zu adressieren? Also, wir brauchen ganz klar einen anderen Index, um da gleich reinzugrätschen, weil wir uns ja sehr intensiv jetzt mit beschäftigt haben. Aber diese Indexdebatte, die führen wir auch schon seit über 30 Jahren. Und es gibt irgendwie 192 Indexe, auf die wir uns aber nie einigen konnten. Deswegen haben wir keinen. Und deswegen wird immer noch das Bruttosozialprodukt genommen. Und auch bei den Ökonomen. Und wir versuchen auch als andere Nachhaltigkeitsindex viel mehr mit Leben zu füllen, beziehungsweise diese auch auszuweisen, auch von unserem Institut heraus, damit wir davon wegkommen. Und was sind diese? Es muss um Wohlfahrt gehen oder um Wohlstand. Und diesen Wohlstand müssen wir definieren. Und der wird nicht definiert automatisch nur durch Wirtschaftswachstum, sondern wie geht es uns eigentlich? Gutes Leben ist ein Stichwort, was gefallen ist. Aber es gibt auch den nationalen Wohlstandsindex und, oder Wohlfahrtsindex vom Umweltbundesamt, der wird ja regelmäßig ausgewiesen. Der steigt nicht wie das Bruttoinlandsprodukt, sondern der ist relativ konstant, beziehungsweise in jüngster Zeit geht er runter, eben weil wir 6 planetare Grenzen gerissen haben. Und das muss mit berücksichtigt werden, weil sonst kommen wir nie auf dieses Level, was wir brauchen, um auch die Wirtschaft tatsächlich, der Wirtschaft diese Sicherheit zu geben, Kapitalgeber, da müssen wir gleich noch drüber reden, über den Kapitalmarkt, aber dass wir gleich wirklich auch der Wirtschaft die Sicherheit geben, dass wir überhaupt uns da rein bewegen. Weil sonst bewegen wir uns die ganze Zeit weiter weg und das kann nicht gehen. Mhm. Wollen Sie noch was dazu sagen? Sonst machen wir weiter. Okay, die Dame in Zyklam. Ja. Gerne mit Mikro und dann kommen wir zu Ihnen, Herr Felber. Vielen Dank. Eva Maria McCormick, ich war zuletzt Kommunikationsleiterin bei der European Climate Foundation und habe aus Frustration schon vielfach über die Klimakommunikation heute eine eigene NGO namens Talking Hope gegründet, die das Ziel hat, Zielgruppen in den Diskurs reinzuholen, die, wie ich finde, viel zu wenig an diesem Diskurs teilnehmen. Ich habe jetzt sehr viel das Wort ökologisch gehört, ich habe viel Bauen gehört, ich habe Wirtschaften gehört, ich habe auch gut Leben gehört, ich vermisse sozial, ganz ehrlich. Wir haben zu tun mit ländlichen Zielgruppen, mit nicht-akademischen Zielgruppen, mit migrantischen Zielgruppen, auch mit Ostdeutschen. Und wenn man da fragt, kriegt man in der Regel die Antwort, Klima interessiert mich nicht, ich habe drängendere Sorgen. Und ich würde jetzt gerne von Ihnen mal nicht nur die Problembeschreibung hören, die Sie gerade gut dargelegt haben, sondern einen Vorschlag, wo Sie konkrete Ansätze sehen, um dies zu verändern. Und das ist mehr als ein Index, der eine erneute Problembeschreibung ist. Danke. Offene Frage. Freiwillige vor. Frau Roth, vielleicht starten Sie.
Ja, also auch vielleicht wieder aus dem unternehmerischen Kontext. Der Umbau unserer Firma, der hat natürlich sehr viel Energie gekostet und der musste auch von den Mitarbeitern akzeptiert werden. Limburg ist sehr ländlich gelegen. Wir haben ein Einzugsgebiet, was sehr, sehr groß ist zwischen Köln und Frankfurt. Das heißt auch sehr, sehr viele unterschiedliche Personen, die bei uns arbeiten. Wir haben 400 Mitarbeiter und dort auch genau diese Schichten, Brandbreite, die bei uns arbeitet. Und da war es eine größere Herausforderung, die Mitarbeiter mitzunehmen und zu sagen, warum brauchen wir jetzt eine Photovoltaikanlage, warum bauen wir keine Heizung, sondern heizen und kühlen ausschließlich aus Prozesswärme und warum müssen sie jetzt komplett ihre Arbeitsprozesse neu lernen und alles neu machen. Und das war wahnsinnig aufwendig in der ganzen Kommunikation. Aber ich muss sagen, wenn man auch genau den Leuten, die erst so gesagt haben, nee, will ich nicht, mag ich nicht, ist neu, ich möchte alles so behalten, wie es war, wenn man denen erklärt hat, warum das notwendig ist und dass es ihren Arbeitsplatz sichert, waren schon eigentlich alle bereit, dort mitzuziehen. Aber es hat halt sehr viel Überzeugungskraft gefordert. Einfache Erklärungen waren notwendig, die halt nicht so auf so einer hohen Ebene waren. Und dort konnten wir eigentlich auch aus sozialen Gründen alle mitnehmen. Und man muss auch sagen, ja, wir haben viel automatisiert und digitalisiert, aber wir haben keine Stellen abgebaut. Und das war die größte Sorge am Anfang. Wenn wir jetzt automatisieren und Roboter einsetzen, habe ich da meinen Job noch? Kann ich damit rechnen, dass ich in 5 Jahren dort noch arbeite? Da war auch einfach viel Angst nehmen. Und das ist das, was man auch im großen Kontext in Deutschland, glaube ich, ausweiten müsste. Einfache Kommunikation, die Probleme, die Sorgen aufnehmen und erstmal verstehen, warum sind die Leute denn dagegen? Weil es ist ja nicht, dass sie sagen, böswillig, ich will das alles nicht, ich höre mir das nicht an, sondern es hat ja Gründe und meistens hat es mit Ängsten zu tun. Mhm. Heute im internationalen Panel werden wir das Wort Just Transition, da ist das Wort gerecht, schon integriert in den Begriff verwenden. Frau Merz, soziale Gerechtigkeit mitzudenken, Teilgabe, Teilhabe. Ja, ich mache es jetzt mal ganz bewusst, weil ich stimme dem allem zu. Ja. Und ich will es jetzt in keiner Weise ergänzen, weil eine Ergänzung ist nicht nötig, ist alles gesagt, was es braucht vor Ort. Ich habe eine wirklich für mich sehr motivierende Veranstaltung erlebt vor wenigen Monaten, Freiburg Energy Days. Ich war die einzige Deutsche in einer Nachmittagsveranstaltung, die einzige Deutsche. Lauter Länder dabei, für die die Energietransformation große Chance ist. Kolumbien, Chile, Namibia, Länder, die von uns, die sagen, was habt ihr eigentlich? Ihr baut bei uns eure Anlagen, wir haben hier Wind und Sonne, wir verkaufen euch sehr gerne Energie. Aber was wir unseren Menschen vor Ort sagen müssen, ist, dass sie dafür vielleicht einen Arbeitsplatz bekommen. Es wäre jetzt also gut, wenn ihr uns Ländern, weil wir dürfen nicht vergessen, Deutschland ist keine Insel. Wir sind Teil dieser Welt, auf der wir alle gerne leben und der wir alle gerne im Frieden wohnen. Also muss es über Deutschland hinausgehen, alles, was wir tun. Und was ich wirklich, genau das, was Sie sagen, gilt nämlich im großen Maßstab auch. Wir müssen diese Energietransformation, die wird zu Umverteilungen führen. Ich benutze mal dieses Wort, als hört es sich negativ an. Aber Umverteilungen haben auch ihre Chancen. Es wird zu anderen Arbeitsteilungen kommen, es kommt zu anderen Rollen, im Großen wie im Kleinen. Und ja, Sie haben recht, dieses Ganze bedeutet, da werden wir uns alle verändern müssen. Ich habe zum Beispiel kein privates Auto mehr, weil ich es auch nicht brauche. Wir werden uns alle verändern müssen. Aber wir müssen der Veränderung, die wir individuell haben, auch die Chance gegenüberstellen, die wir damit haben. Ich glaube, insbesondere alle, die in so Räumen wie hier sitzen, dieses Thema, dass wir das positiv aufladen müssen, nur mit einer positiven Aufladung ist nämlich das möglich, was Sie sagen. Die Menschen gucken doch auf uns Führungskräfte. Sie gucken uns in die Augen und sie wollen nicht, dass wir uns ineinander verhaken. Sie wollen, dass wir endlich unseren Job machen und sagen, okay, wir haben Bilder im Kopf und wir werden die zusammenbringen. Darf ich noch? Erstmal Ihre Antwort, ja.
Danke. Genau. Also ich, das war ja die konkrete Frage nach Vorschlägen, was ich auch gut finde, das mal zu adressieren. Also ich hatte 55 Vorschläge, die will ich ja nicht alle vortragen, aber ich vielleicht zwei. Zwei würde ich gerne vortragen. Das eine ist ganz konkret sozial-ökologische Steuerreform. Ich komme von einem Institut, die dieses, ich würde mal sagen, erfunden hat, aber also zumindest meine Vorgänger und auch immer noch umsetzen und fordern, dass das umgesetzt wird. Und das geht in eine Richtung, was wir aktuell diskutieren mit Klimageld. Dass wir auf der einen Seite eine CO2-Bepreisung haben, die sozial ungerecht ist, also an sich, weil sie Niedrigeinkommensbezieher stärker belastet, das zeigen unsere Studien, als Reiche. Reiche Haushalte haben einen riesenhohen CO2-Fußabdruck, können das aber leicht bezahlen. Aber hier geht es nicht nur um Haushalte, hier geht es vor allen Dingen auch um Unternehmen. Und dass fossile Unternehmen stärker besteuert werden, dass Übergewinne einfach auch besteuert werden in einer Zeit, wo wir eine Energiekrise haben. Wir sind noch immer mittendrin und sehen, dass fossile Unternehmen gigantische Gewinne einfahren und wir kein bisschen davon bekommen, noch im Gegenteil, die jetzt wieder reinvestieren und zwar in fossile Anlagen und wir da einfach zugucken, erschließt sich mir überhaupt nicht. Also als Ökonomin muss ich sagen, da ansetzen, sozial-ökologische Steuerreform und dass die Einnahmen, die man dort bekommt, zum Beispiel durch ein Klimageld zurückgeben oder eben auch Innovationen finanzieren, die wir brauchen, die hier genannt wurden. Und die Liste wäre lang. Also so, das ist das eine. Und das zweite ist, weil jetzt auch häufig Partizipation genannt wurde, Bürgerräte. Und ich war im Kuratorium und da sind so Dinge passiert, die hier schon gerade genannt wurden, dass da vorher Menschen saßen, die sie auch beschrieben haben, die gesagt haben, ich habe überhaupt nichts mit Klima am Hut. Die wurden ja zufällig ausgewählt. Einer war Lastwagenfahrer und sagte dann auch zu mir, naja, oder in der Runde, also das mache ich jetzt nur mit, weil ich das muss und ich habe überhaupt gar keine Lust dazu und Klimaschutz ist furchtbar und das brauchen wir alles nicht. Und am Ende rauskamen die wirklich ja mit fulminanten Vorschlägen und zwar alle, und das war einstimmig, dass auch alle, die da vorher so skeptisch waren, mitdiskutiert haben, hinterher berichtet haben, es war ihre beste Zeit ihres Lebens, so, weil sie da viel mal mitgenommen wurden, erklärt wurde, viele Dinge dort besprochen wurden, sehr intensiv, aber auch am Ende, was bei herauskam und die Vorschläge jetzt ja nicht umgesetzt wurden, aber so also das würden ja noch nicht mal wir Wissenschaftler so in der Intensität vortragen wie die, dann auch ja sehr, sehr konkret waren und in ihrer Dimension schon erstaunlich. Und das hat mich persönlich auch wirklich erstaunt. Und das wären jetzt mal zwei konkrete Vorschläge, weil Sie ja auch nach Vorschlägen gefragt haben. Ja. Danke. Wir kommen gleich zu weiteren Fragen im Raum und haben noch eine halbe Stunde, um mit Ihnen im Diskurs zu bleiben. Ich würde einmal gerne an Pauline abgeben und so ein bisschen zu schildern, was im Internet passiert und was die konkreten Fragen sind oder Forderungen, die sich daraus ergeben. Ja. Genau, es wird viel auf die kommunale Ebene geblickt und im Grunde haben Sie gerade schon einen konkreten Vorschlag gemacht, nämlich die Frage ist, wie wir eben in kommunalen Räumen, in kommunalen Strukturen, auch in der Verwaltung es schaffen, konstruktive Gespräche auch auf Augenhöhe zu führen, um eben auch neue Narrative zum Thema Energiewende zu schaffen. Und Bürgerräte sind ja vielleicht ein Vorschlag, aber genau, da vielleicht nochmal die Frage, was dort noch im Raum ist. Vielen herzlichen Dank. Ist eine Frage von Ihnen dazu in Reihe 2 oder eine andere? Eine halb. Okay, gerne nochmal das Mikro, das kombinieren wir da dran und dann können Sie gerne auf die kommunale, Ihre Frage noch dazu, dann können Sie die Antwort zur kommunalen Ebene übernehmen. Die Dame im Punkte. Ja, hallo, ich bin Almut Petersen. Ich bin Aufsichtsratsvorsitzende von den Bürgerwerken und wir sind die Dachgenossenschaft für 120 Bürgerenergiegenossenschaften. Und die Bürgerenergiegenossenschaften organisieren ja die gesellschaftliche Teilhabe. Und ich fände es total wichtig, wenn wir nicht nur die Hälfte der Menschen mitnehmen könnten, die Geld haben, die ein Vermögen haben, sondern wenn wir alle mitnehmen könnten. Und ich denke, wir sollten eine neue vermögensbildende Maßnahme aufsetzen, wo alle Menschen, die kein Vermögen haben, ein Geld in die Hand bekommen, zweckgebunden zum Investieren in die erneuerbaren Energien, um Teilhabe zu haben und Miteigentümer zu werden, in der Genossenschaft oder in ihrem
Wohnungseigentumsgesellschaft oder in ihrer Kommune im Wärmenetz. Aber da, wo sie selber dran sind, auch Miteigentümer werden, dann hätten wir echte Teilhabe. Und meine Frage ist, wird es überhaupt irgendwo diskutiert? Ich höre es nirgends. Okay, vielen Dank. Starten wir bei der Kommunenfrage. Leider ist Uwe Schneidewind ja heute nicht hier, der hätte da ganz viel zu sagen können. Aber übernehmen Sie doch mal für die Perspektive. Ja, was Uwe gesagt hätte, kann ich nicht. Also ich hätte es auch gern gehört, was er gesagt hätte. So. Aber genau, er wird uns das sicherlich berichten an anderer Stelle. Also ich war kürzlich mit Initiatoren einer Konferenz, die kommunale Wärmewende. Hieß, das haben wir in Lüneburg gemacht und dort diskutiert mit Kommunalvertretern, die dafür zuständig sind, die Wärmewende umzusetzen. Und das war hochinteressant, was sie berichteten und teilweise auch mit Schweißperlen auf der Stirn schlichtweg nicht wussten, was sie machen sollten. Weil jetzt von ihnen verlangt wird, Nahwärmenetze oder Nahwärmepläne zu erarbeiten. Dann gibt es, ich erwähne es jetzt hier nicht nochmal, das konkrete Kraftwerk, völlig überdimensionierter Antrag eines völlig überdimensionierten Gaskraftwerks ohne Wärmeauskopplung, wo ich immer wieder sage, das ist jetzt erstmal völlig der falsche Weg. Also wir sollten nicht in überdimensionierte Gaskraftwerke investieren, überhaupt nicht mehr. Aber dann, wenn das passiert, dann bitte nur mit Wärmeauskopplung und auch eine konkreteren Beschreibung als nur H2-ready, was ja häufig einfach auch nur Schlagwort ist, ohne dass es konkret gemacht wird, weil weder Wasserstoffnetze da sind, noch die Infrastruktur, noch der Wasserstoff. Also, aber das war hochinteressant. Diese Diskussion, die Sie ja auch einfordern, oder das Internet einfordert, mal zu sehen, was dort auch an konkreten Problemen da sind. Und diese Überforderung, die müssen wir schon auch adressieren, dass dort entsprechend mehr Informationen ankommt, dass geschult wird, dass die Genehmigungsverfahren erleichtert werden. Bürokratieabbau ist immer ein Stichwort, aber die Kommunalvertreter auch schlichtweg besser unterstützt werden. Denn dort kommen natürlich auch die Fragen an, die ja auch die Bürgerwerke oder andere dort mit adressieren. Was machen wir denn jetzt konkret? Was kann denn jeder Haushalt tun, wenn jetzt der Wärmetausch ansteht oder das Nahwärmenetz ausgebaut werden muss? Also diese Diskussionen sind total wichtig, weil Energiewende wird ja vor Ort gemacht, muss auch vor Ort umgesetzt werden. Und da brauchen wir tatsächlich bessere Möglichkeiten der Teilhabe und auch der Diskussion. Danke. Und zum Thema Geld in die Hand und die Leute beteiligen in einem Art genossenschaftlichen Prinzip. Was sind Ihre Gedanken dazu? Wer von Ihnen möchte? Frau Merz. Sie wissen vielleicht jetzt nicht genau, wo das spezifisch gerade diskutiert wird, aber ich finde Ihre Position dazu interessant. Nee, ganz wichtig. Also ich finde die Idee, dass man sich lokal organisiert, die Idee ist absolut notwendig, weil das ist ja auch, verstehen Sie, im Sinne des gesellschaftlichen Wandels braucht es ja strukturelle Veränderung. Das ist eine Innovation auch. Und wenn wir nicht anders arbeiten, dann werden wir auch den Wandel nicht machen. Und anders arbeiten fängt eben da an, wo wir wohnen und leben. Also ich finde die Idee, zu sagen, wir müssen kommunal, müssen wir die mit, also Teilhabe, Mitsprache, weil da findet ja auch die Bildung statt, weil ich da selber betroffen bin. Ich komme von so einem kleinen Dorf in Süddeutschland, wie jeder hört, da ist man also sehr nah an der Schweizer Grenze. Und ich bin sehr häufig in Nordeuropa. Also ich finde es eine tolle Idee zu sagen, und ich finde es auch eine gute Idee zu sagen, man muss den Leuten irgendwas geben, wo sie sagen, jetzt betrifft es ein Budget, das mich betrifft. Also ich finde die Idee toll. Und darf ich noch eine kurze Nachfrage an Sie beide richten und dann zur nächsten Frage kommen? Ich komme gerade von der IAA in München, da habe ich moderiert sowohl ein Panel als auch ein dreitägiges Citizens Lab. Da war der Disruptor, nenne ich ihn mal, der Oslo umgedreht hat, um es komplett auf Elektrifizierung und Multimodalität, die gesamte Stadt zu verändern. Der sagt, wir haben 600.000 Autos heute, wir werden in Kürze 35.000 nur noch brauchen. Die machen das in Oslo. Und er hat gesagt, seeing is believing. Und ich knüpfe an ein anderes Projekt aus München an, das Kolumbusstraßenprojekt. Da hat man ein Lab gemacht, für 5 Monate eine Straße komplett umgedreht. Autos raus und komplett begrünt, verändert, Nachbarschaftsbeteiligung. Brauchen wir mehr? Das ist nochmal eine Frage vielleicht an Sie beide. Brauchen wir mehr von diesen Laboratorien, wo wir Menschen Erfahrungen lassen machen, die dann entscheiden können, ob sie es ausgerollt haben und dann können wir skalieren? Also wovon brauchen wir mehr im Sinne dieser neuen Erfahrungsräume mit Beteiligung? Also ganz sicher braucht man davon mehr. Sie haben es vorher nicht gesagt, aber ich
bin auch im Siemens-Aufsichtsrat und die neue, nee, aber die neue, ich sage das jetzt nicht, um mich zu loben, sondern weil die Münchner haben ja gerade ihre, Straßenbahn neu beauftragt sozusagen. Und natürlich braucht es solche Projekte und natürlich müssen solche Projekte zum Ziel haben, dass Menschen, sag ich mal, ihren Weg zur Arbeit im Nahen, dass da völlig andere Konzepte entstehen, wirtschaftlich werden. Und da ist, da kommt jetzt eben mein Petitum von vorher, da hilft Technologie ohne Ende. Weil wenn Sie wissen, wann der Mensch von zu Hause weggeht und er seine ganze sozusagen seine ganze Intermodalität nutzen kann und sagen, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad dahin, da habe ich dann auch einen Fahrradparkplatz, dann ist mein Fahrrad da geschützt, ich weiß, ich kann umsteigen, alles in einer, also es hat viel mit Bequemlichkeit natürlich auch zu tun, aber ich glaube, dass Technologie und der Mensch, also die Kombination aus beidem, eben den Durchbruch leisten kann. Und das braucht auch den Mensch, das braucht diese Gruppen, die dann bei der Entwicklung von solchen Systemen eben mitmachen. Und da fängt das Bürgerengagement an. Jetzt hätte Herr Schneidewind bestimmt ein bisschen Wasser in den Wein gegossen, aber er ist nicht da. Wir gehen in die letzten 5 Minuten, wie ich gerade mit Schrecken sehe. Die Dame habe ich schon lange ignoriert und den jungen Herrn mit dem Käppi in der letzten Reihe auch. Vielleicht nehmen wir Ihre beiden Fragen zusammen und dann gehen wir noch mal nach hier. Sie habe ich ganz besonders ignoriert, Entschuldigung. Hallo, Ruth Bosse, ich bin Geschäftsführerin von Alpaca. Wir haben eine Software, die ein bisschen das Thema adressiert. Wir unterstützen Kommunen dabei, die Klimawende voranzutreiben, zu planen und dann auch in der Umsetzung. Und merken, dass gerade die Kommunikation eben wahnsinnig schwierig ist und gerade die Leute zu erreichen, die sich eben nicht, ich glaube, Sie hatten es vorher gesagt, nicht in ihrem tagtäglichen Leben damit auseinandersetzen. Und mich würden Ihre Gedanken dazu interessieren, wie man es vielleicht auch schafft, nicht nur mit sachlichen Argumenten, sondern eben auch mehr über die Gefühlsebene, so wie es leider eine Bildzeitung zum Beispiel schafft, viele Leute zu berühren, wie man über diese Ebene die Leute auch noch erreichen könnte. Kommunikation, danke. Wie? Und der Herr mit dem Käppi in Orange? Und dann gehen wir hier rüber. Ach, verzeihen Sie auch. Ja. Ja, hallo, Stimme auf. Zwei Fragen. Erster Kommentar, wir haben hier die Bürgerregion Lausitz mitsitzen und zwar bei den ganzen guten Ideen zu den Bürgerräten geht es ganz oft darum, dass die Leitbilder, die entwickelt werden, in der Lausitz gab es einen Prozess für 2050, wir entwickeln ein Leitbild, 2000 Leute eingebunden etc. und der ist dann aber nicht in die Umsetzung gegangen, ja, und dadurch entsteht massiv Frust. Das nochmal so als kleiner Kommentar. Und Teilhabe hat ja eine zweite Dimension, ne? Also wenn ich zur Sparkasse gehe und deswegen vielleicht nochmal zurück auf die Kapitalmärkte und da mit 2-3% vielleicht rechne und ich in Duisburg beim Haniel Campus, die so eine Enkelfähigkeitsbewegung für nachhaltiges Wirtschaften gründen, ja, da geht es darum, dass nachhaltige Produkte am Markt auch 8-9% Rendite versprechen, ja, und da kam ja gerade die Frage, wie werde ich denn an diesen Heilsversprechen auf dem Kapitalmarkt, ja, Green Growth, ich bekomme durch neues Wirtschaften plötzlich einen Vorteil auf dem Markt, kann Rendite erwirtschaften. Wie komme ich denn da rein in eine Teilhabe? Also wie holen wir da ab, wenn Herr Habeck davon spricht, wir verlieren das Vertrauen auf die Zukunft? Ja? Wie kann ich aus denn diesen 9% Rendite nachhaltiger Geschäftsmodelle wieder ein Vertrauen auf die Zukunft herstellen, dass eben nicht nur die obere Hälfte profitiert, die Kapital besitzt und im okay. Markt damit agieren kann. Okay. Zwei Fragen. Kommunikation und Beteiligung, Rendite. Auf den Hinweis antworte ich gleich mal mit einer Provokation. Es ist wirklich so, dass kein Unternehmen sich mehr leisten kann. Das behaupte ich jetzt einfach mal, kein Unternehmen kann sich mehr leisten, nicht die übernächste Generation in die Mitte seiner Überlegungen zu stellen. Es kann kein Unternehmen mehr tun, weil dann auch kein Unternehmen mehr von irgendeinem Kapitalmarkt irgendeinen müden Euro bekommt. Also diese Diskussion, über die sind die Unternehmen wirklich, denke ich, weit überwiegend hinaus. Man geht klar in die Richtung zu sagen, wir müssen Services und Produkte schaffen für das Morgen. Die Frage, wie gehen wir jetzt mit der Kommunikation um, da muss ich sagen, man reist ein bisschen durch die Welt und da müssen wir Deutsche auch mal, einen kurzen Moment bin ich jetzt mal selbstkritisch,
Wir sind selber nicht besonders technologieaffin in der Anwendung. Jeder, der ein bisschen durch die Welt reist, merkt, dass wir in der Anwendung von Apps beispielsweise, die für die Verkehrsoptimierung aber super wichtig sind, dass wir häufig ein bisschen, dass wir nicht so technologieaffin sind, wie wir es glauben zu sein. Also wir müssen tatsächlich die Technologienutzung, die dürfen wir nicht so negativ sehen. Viele, das Thema Datenschutz, vieles, sehr berechtigte Themen. Trotzdem wird die ganzen Veränderungen, die wir machen, werden viel damit zu tun haben, dass wir als Verbraucher die Technologie nutzen, um unseren Bedarf zu steuern und uns steuern zu lassen. Also in Frankreich habe ich eine App, wo ich sehe, dass ich heute Abend die Waschmaschine nicht anstellen sollte. Als die letztes Jahr Wassernot hatte, war eine Woche später eine App auf jedem Handy gesetzlich verpflichtet, wo sie sehen konnten, ob sie die nächsten 3 Tage, wann sie da am besten die Wäsche waschen. Das fand ich jetzt schon mal sehr fortschrittlich. Ich meine, das ist... Ich muss mich total bei Ihnen entschuldigen. Erstens habe ich Ihnen im Wesentlichen meinen Rücken gezeigt. Das ist nicht schlimm, aber ich habe Ihre Fragen nicht ordentlich aufgenommen. Dafür entschuldige ich mich wieder. Da hinten wartet immer noch ein Herr Felber, wir haben Sie auch noch nicht drangenommen. Die Zeit ist ab, ich bin total angehalten worden, bitte im Zeitrahmen zu bleiben. Zeit nehmen und Zeit geben ist auch eine Frage, wie wir mit Ressourcen umgehen. Ich entschuldige mich in aller Form. Ich bedanke mich für diese tolle, elektrisierende und aktivierende Haltung hier im Raum und für Ihre hohes Frageinteresse. Wir verlagern das jetzt einfach in den informellen Raum. Die, die noch diskutieren wollen, treffen sich am Kaffeetisch. Wir haben 5, Herr Felber, Sie stellen sich einfach dazu. Die Damen stehen Ihnen zur Verfügung für eine Viertelstunde, alle anderen auch, die nicht fragen konnten. Wir machen genau um 11.45 Uhr weiter. Sie finden die Diskussionsforenräume dort draußen. Dann gibt es Mittagsimbiss, steht auf Ihrem Programm, ab 1. Und ab 14 Uhr die vielbeschworene Diskussion, liebes Internetpublikum, ab 14 Uhr seien Sie wieder dabei, bitte. Mehr Hände für die Wende, das moderiert Marc Schieritz. Alles andere erspare ich mir. Das globale Panel geht hier um 17.15 Uhr in die Schlusskurve des Tages. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren und dass wir so differenziert anfangen konnten zu diskutieren. Alles Weitere jetzt draußen. Danke Ihnen sehr. Applaus